Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Und mein Name ist Franziska und wir schauen uns jetzt die Legung an für den August, wenn du den Steinbock im Sonne, Mond, Aszendent oder auch in der Venus hast, dann könnte hier ein Impuls oder etwas dabei sein für dich. Bedenke bitte, dass es eine allgemeine Legung ist und demzufolge nicht auf alle zutreffen kann. Bedenke auch, dass Zeit fließend ist. Die ganzen Karten findest du unten in der Infobox. Ebenfalls die Daten für den Fall, dass du ein persönliches Reading haben willst, so du damit in Resonanz gehst. Und wir starten jetzt. Ich habe ein kleines Bild dieses Mal ausgelegt. Die letzten Botschaften waren alle sehr lang, so dass ich jetzt mich mal wieder für ein kleines Bild entschieden habe. Und wir schauen, um was es geht. In der Mitte der Kartenlegung liegt das Kleeblatt. Es geht um das kleine Glück. Es geht um etwas, was in Kürze also stattfindet. Und wir sind ja jetzt schon im August, wenn diese Legung erscheint. Das heißt, es geht darum, etwas in eine glückliche Situation zu bringen. Vielleicht geht es auch darum, das Glück wieder zuzulassen. Und das Kleeblatt, da geht es auch immer um Hoffnungen. Du selbst hast dich hier reingelegt. Also es geht auch definitiv um dich. Und zwar nur um dich. Und hier geht es um das Thema etwas erschaffen, etwas investieren. Etwas investieren in das Thema Treue, in das Thema Freundschaft, in das Thema Vertrauen und Loyalität. Und dann kommt hier der Erfolg rein. Es kann auch sein, dass hier eine erfolgreiche Freundschaft ist, die hier jetzt eine neue Investition braucht in Kürze. Denn wir haben hier den Fuchs. Der Fuchs steht für etwas, was falsch ist, für Lug und Betrug, aber auch für einen Zwiespalt, für einen Selbstbetrug in uns, für eine Täuschung, die wir in uns vielleicht haben. Vielleicht war da irgendetwas, was dich ständig immer wieder angeknabbert hat, das kann auf emotionaler Ebene gewesen sein, das kann eine Täuschung sein, eine Intrige. Und das, wie gesagt, das muss keine tatsächliche Täuschung sein, sondern das kann auf Gefühlsebene auch sein, dass wir mit etwas im Zwiespalt sind, was uns zum Beispiel vermeintlich angetan wurde. Das ist auch gut möglich. Und da geht es jetzt darum, das Ganze zu beenden. Denn wir haben hier mit dem Sarg das Ende hier. Und der Sarg ist auch eine Karte. Da kann es auch dazu kommen, dass jetzt etwas, ein Ereignis stattfindet, die etwas beendet. Und zwar etwas, was falsch war zum Beispiel. Oder es kommt etwas rein, dass hier eine Situation, die mit Treue, Loyalität zu tun hat, jetzt ein Ende haben möchte. Und dieses Ende kann eben auch sein, einfach die Tatsache, dass ihr etwas loslasst, dass ihr über eine Täuschung, Intrige, ja, ein Zwiespalt vielleicht in euch, weil ich habe hier auch noch die Schlange liegen, die für Komplikationen, für Täuschungen, für Umwege steht. Und die Schlange steht auch dafür, etwas Altes loszulassen. Also all die Problematiken, die hier waren, all die Verletzungen, die dürfen losgelassen werden, dass jetzt wieder das Glück und die Freude reinkommt. Und hier kommt von außen etwas rein, eine Energie, eine Freude, eine Lebensfreude jetzt im Sommer, die euch diese Entscheidung quasi leichter macht. So habe ich das hier. Da kommen Lösungen und Möglichkeiten, Alternativen und wir haben hier die Karte mit den Wegen und die länger hier meinen Kanal schauen,
Wissen, es gibt hier noch eine Karte mit den Wegen, die als Irrwege dargestellt sind. Und diese Karte sagt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder an diesem alten haften bleiben, an diesen alten Schwierigkeiten, Verwicklungen, Täuschungen. Wie gesagt, diese Täuschungen können sehr vielfältig sein, sowohl tatsächliche Täuschungen, aber es können auch Täuschungen sein, denen ihr unterliegt, weil euer Kopf da vielleicht Purzelbäume schlägt und euch irgendwas einredet, was vielleicht gar nicht der Tatsache entspricht. Das ist auch gut möglich. Und ihr werdet hier auf jeden Fall die Chance bekommen, um einen neuen Weg quasi einzuschlagen. So nehme ich das hier wahr. Und wir haben hier unten die Aufregung, Stress, Sorge, aber auch die Kommunikation, Telefonanrufe sind das auch bei mir, wo etwas besprochen wird. Und die Vögel sind auch etwas sehr Beflügelndes. Und hier ist zum einen die Passivität, aber auch ein Ziel angezeigt und eine gewisse Distanz, die jetzt genau auf Herzebene überwunden werden darf oder wird oder soll. Und wir haben hier bei den Karten, bei den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen die Reparaturarbeit. Die Reparaturarbeit ist die letzte Karte in diesem Kartendeck. Und bei der Reparaturarbeit geht es darum, um Vergebung, um Wiedergutmachung, eine Situation, eine Handlung, eine Gegebenheit reparieren. Und das, wie gesagt, es geht sehr um das Thema Vergebung. Es kam ja hier auch schon raus. Thema Vergebung, Thema Wiedergutmachung. Und auch etwas loslassen. Schaut mal, was hier unten liegt. Chaos und Konflikt. Und Chaos und Konflikt ist sehr häufig auch etwas, was in Form von einem Gedankenkarussell in uns tobt. Ja, wenn ihr das jetzt nicht tatsächlich in eurem Außen habt, dann kann es darum auch gehen, dass es ein Gedankenkarussell ist. Und das geht es jetzt loszulassen, geben und nehmen. Vielleicht seid ihr da ein bisschen in einem Konflikt mit dem Thema Geben und Nehmen. Und hier kommt auch noch die Drama-Karte. Das dürften, also das sind keine schönen Energien, mit denen ihr es da zu tun hattet. Das nehme ich auf jeden Fall wahr. Und da gilt es jetzt eben vergeben und Wiedergutmachung reinzubringen. Wir schauen auch noch hier in die Karten. Und als allererstes mal in die, die hier gefallen sind. Königin der Luft, Unabhängigkeit, erfahren, realistisch, geistreich. Objektive Entscheidungsfindung, alles wird entsorgt, was nicht mehr dienlich ist. Den Humor in einer Situation sehen. Sieben des Wassers, eine komplexe Entscheidung, die Notwendigkeit nachzuforschen, also hier auch diesem Betrug oder diesem Falschen auf die Spur kommen, was für Verwicklungen und Komplikationen gesorgt hat. Und wie gesagt, es kann im Außen sein. Ich kann mich nur wiederholen, weil meistens ist der Fuchs etwas, der anzeigt, was in uns falsch ist. Weswegen ich das immer so häufig betone, schaut bei euch nach, bevor erstmal bei euch, bevor ihr ins Außen geht. Königin des Wassers, sanftmütig, empathisch, geduldig, liebevoll. Beziehungen erreichen eine neue Ebene. Vertraue deiner Intuition. Kümmere dich um dich selbst und andere. Das ist schon dieses Thema. Entscheidungsfindung, nachschauen und dann auch loslassen, die richtigen Entscheidungen treffen. Jetzt schauen wir uns natürlich auch noch die Unterseite des Kartendecks an, des Ast der Erde. Hier kommt die Chance auf Entfaltung von Wohlstand,
Ein vielversprechendes berufliches Projekt, wichtige Dokumente oder Verträge. Vielleicht dürft ihr hier wichtige Dokumente und Verträge einer Prüfung unterziehen, das ist auch möglich. Und hier unten drunter die Neun des Feuers. Gib nicht auf, verteidige, was du erschaffen hast. Habe Mut und glaube an dich selbst. Und die Neun des Wassers. Dein Wunsch erfüllt sich, Sorgen schwinden und die Liebe zum Leben kommt wieder. Die Liebe zum Leben kann auch sein, dass das hier einer gewissen Reparaturarbeit bedarf. Eventuell hat sich euer Leben etwas gewandelt, verändert, weil hier das Erschaffen, Investieren auch liegt. Vielleicht habt ihr hier eine Investition getätigt und in einen neuen Plan, in eine Veränderung eures Lebens und hadert da ein bisschen damit. Und das kann auch gut möglich sein. Wie gesagt, nicht für viele. Das kommt mir gerade so rein für den einen oder anderen, weil hier in der Vergangenheit immer wieder auch dieses der Neubeginn auf allen Ebenen bei ganz vielen reinkommt. Und schaut mal, was ich jetzt habe hier, das Thema Angst, sich Sorgen machen, Niedergeschlagenheit. Das ist genau das, worum es geht, das Thema Loslassen, das Thema Angst loslassen. Und ich weiß, dass das immer leichter gesagt ist als gemacht. Sich Sorgen machen, Niedergeschlagenheit. Und es fällt auf das Kleeblatt, schaut mal. Also ihr habt jetzt keinen Grund mehr. Es kommt eine Situation rein, die euch hier glücklich macht. Schaut mal, da kommt der Herbst. Langsames Beenden, es altert. Vergangenes ist vorbei. Und es betrifft euch. Also es sagt auch letztendlich, ihr geht in einen Neuanfang. Wir schauen uns jetzt den Fuchs noch an, was der Fuchs sprechen will. Was da, der Fuchs geht im Übrigen aus dem Kartenbild raus, was sehr schön ist. Wir schauen uns das mal an. Der Fuchs, da kommt die Warnung. Achtung, Gefahr vor einer Täuschung, die mit einer Arbeit zu tun hat oder etwas erfordert. Arbeit, Beruf und Hobby. Ein wohlwollender Mann, Freund, Anwalt, Arzt, Förderer, Vater, Schwiegervater oder jemand, der es gut mit euch meint, in Bezug auf Arbeit, da kann es eine Täuschung gegeben haben oder einen Rückzug, Abstand, Auszeit, Selbstfindung. Wenn sich dieser Mann hier zurückzieht, dann sagt es, Achtung, hier mal genauer hinschauen und den Beruf vielleicht auch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht passt da irgendwas nicht bei euch. Oder ihr habt an etwas gearbeitet, wo euer Bauchgefühl schon die ganze Zeit Purzelbäume schlägt. Weil ihr das Gefühl habt, dass das nichts bringt, dass da Täuschungen da sind. Ja, vielleicht eine Arbeit, vielleicht ein Hobby, wo ihr dieses Gefühl habt und jetzt beendet ihr das Ganze. Wir schauen uns den Sarg hier an und da kommt Tier. Das Tier, also es kann hier um ein Tier gehen, es kann hier um einen Freund gehen und es kann um eine Nachricht gehen. Eine Nachricht, dass etwas beendet wird, kann in vielerlei Hinsicht sein, kann mit dem Thema Arbeit zu tun haben. Oder ein Freund kommt oder eben es geht um ein Tier. Es kann, wie gesagt, vielfältige Möglichkeiten haben.
Und ein Tier, wir haben ja hier oben auch ein Tier liegen. Also es kann tatsächlich für viele von euch das Thema um ein Tier sein. Jetzt hätte ich ganz gerne für die Schlange nochmal. Da kommt der Sohn, Bruder, jünger wirkender Freund, Schwiegersohn. Da waren vielleicht ein paar Schwierigkeiten, ein paar Umwege da. Und da geht es jetzt darum, Altes loszulassen. Weil es mir gerade einfällt, das können auch unterschiedliche Situationen sein, die sich hier zeigen. Das muss nicht immer ein Kontext sein. Und wenn ich das jetzt gerade so sage, manchmal vergesse ich es zu sagen, dann hat es auch einen Grund. Also es ist gut möglich bei euch, meine Lieben, mein lieber Steinbock, dass hier wirklich häufig bei euch jetzt die einzelnen Situationen beschrieben werden. Und das Ganze muss jetzt nicht in einem Kontext sein, ja? Hier kommt die Chance für einen Sohn. Oder eben das Alte, die Chance nämlich war in Bezug auf die Schlange hier etwas loszulassen, etwas Altes loszulassen. Hier liegt ja auch langsames Beenden. Etwas altert und Vergangenes ist vorbei. Und jetzt kommt eine Chance rein, das Ganze loszulassen durch die entsprechende Entscheidung. Hier kommen alternativen Möglichkeiten und Lösungen, die hier, schaut mal, wieder mit dem Thema Trennung. Es ist vorbei, eine neue Zeit kommt. Und da kommt der Amtsvertreter, Richter, Notar, Polizist, Anwalt oder eben ein Sachbearbeiter. Der wird hier mit Sicherheit dazu beitragen, dass hier eine Veränderung kommt. Hier wird eine Lösung aufgezeigt, die zu einer Trennung führt oder es kommen verschiedene Möglichkeiten zustande und aufgrund dessen kommt es zu dieser Trennung, was aber sehr erfolgreich ist. Wir gucken uns jetzt mal die Sonne an. Bitte für die Sonne eine Karte, was dafür Möglichkeiten reinkommen. Das sind jetzt etliche rausgefallen. Okay, hier kommt das Ende von einem Gedankenkarussell. Das heißt, es wird einem etwas bewusst. Durch eine Nachricht, die von außen kommt, wird euch etwas bewusst, worüber ihr schon ganz lange gegrübelt habt. Zum Beispiel ein Thema, um was ihr euch Sorgen gemacht habt. Hier liegt es ja oben drüber. Und hier kommt eine neue Sicherheit rein. Etwas, worauf ihr euch verlassen könnt. Im Sommer kommt der Frohsinn, die Spiritualität, die spirituelle Entwicklung und Fähigkeiten sagt einfach auch aus, dass es etwas ist, was ihr intuitiv schon gefühlt habt, zum Beispiel mit dem Thema Kinder zu tun hat. Wir haben ja hier den Sohn auch liegen. Und dann kommt der aktivierte Geldfluss. Also hier kommen Chancen, Möglichkeiten, indem etwas Altes abgestriffen wird. Vielleicht will euer Sohn hier eine neue Arbeit anfangen und darum hat man sich die ganze Zeit Sorgen gemacht, weil er hier vielleicht will er in die Selbstständigkeit gehen. Auch gut möglich. Und jetzt kommen Möglichkeiten und Lösungen, die das eben auch ermöglichen. Ja? Und man schließt mit der vergangenen Situation ab, man macht seinen Frieden damit, man vergibt der Situation und geht jetzt letztendlich in eine komplett neue Situation, die positiv ist und Glück bringen wird. Definitiv. Natürlich auch noch ein bisschen Aufregung und Stress auf jeden Fall, aber das Ganze wird definitiv positiv und glücklich, ja. Und es braucht ein bisschen, ein kleines bisschen Geduld, bis die Thematik jetzt abgeschlossen wird. Wir haben hier als Zeitsequenz den Herbst drinnen. Und hier nochmal die Geduld. Aber es kommen hier Chancen rein. Vielleicht werden die noch gar nicht so erkannt. Vielleicht steckt ihr gerade noch so sehr in diesem Konflikt. Und Drama, das sind keine schönen Energien. Ja, und es geht aber darum, jetzt hier
Frieden damit zu machen, in die Vergebung zu gehen, das Ganze auch gedanklich loszulassen, damit hier das Neue kommen kann, denn es ist schon auf dem Weg. Hier ist schon die Chance, dass hier was Altes abgestriffen wird, ja. Definitiv, vielleicht helft ihr eurem Sohn dabei, so ihr einen habt, oder eben eurem Bruder oder einem Freund, etwas Altes abstreifen zu können. Und auch die Hilfe kann hier sehr unterschiedlich sein. Das kann zum einen finanzielle Hilfe sein, das kann zum anderen ideelle Hilfe sein, das kann die Hilfe sein durch Gespräche, durch Kommunikation, also sehr unterschiedlich. Mein lieber Steinbock, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wenn es so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, damit der Kanal weiter wachsen kann. Natürlich darfst du auch gerne das Video teilen. Und ich freue mich schon, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Video. Wünsche dir für den August eine wunderschöne Zeit und alles, alles Liebe. Mach's gut. Tschüss.